das für eine gute Idee hielt, gehört er auch geschlagen. Es ist, ich mache hier keine Ausnahmen. Man sollte vielleicht auch nicht überall Feuer platzieren, wenn man den Gegner sehen soll. Man sieht dadurch den Gegner nicht, aber der Gegner kann einen problemlos angreifen. Oder was heißt, man sieht ihn nicht? Man sieht ihn ein bisschen. Was auch nicht gut ist. Das ist alles nicht gut. Und ich sag's halt, wie es ist. Das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was man nicht gemerkt hätte, wenn man es nicht intensiv gespielt hätte. Einfach mal nehmen und oder einfach mal jemanden geben, der das vielleicht nicht kennt. Ich meine, man kennt doch irgendwie Leute. Ich meine, also ich kenne jetzt keine Leute, aber andere Menschen kennen doch Leute. Das weiß ich aus Erfahrung. Ich bin ein komischer Mensch, ich habe keine Leute und so. Deswegen kann ich auch niemanden bitten, mein Spiel zu testen. Schon gar nicht jemand, der Ahnung hat, weil Leute mit Ahnung reden gar nicht erst mit mir. Weil ich bin sicher, dieser Fido hatte Freunde damals und hätte dann mal einem dieses Spiel geben können. Und dann hätte er gesagt, ey, also wenn er ein richtiger Freund ist, Fido, bist mein Freund, aber das Spiel ist scheiße. Das hätte man mal tun sollen. Das liegt nicht an der fehlenden Musik. Nein, da geht's auch nicht. Oh, da steht 666. Ho, ho, ho. Ich möchte anmerken, Doom war nicht damals so erfolgreich und gut, oder ist so erfolgreich und gut wegen den satanischen Anspielungen oder so? Was in der Hölle spielt? Nee. Ich weiß. Das mag man vielleicht denken. War es aber nicht. Das war vor allem spielisch gut. Ich meine, das ist so ein bisschen wie Duke Nukem Forever. Ich habe es nicht gespielt, ich habe es nur gesehen. Und mir gedacht, nee, nee, lass mal nicht kaufen. Lass mal nicht illegal herunterladen. Lass mal gar nichts machen. Weil das Spiel ist auch ganz schön. Duke Nukem 3D war nicht gut, weil du Kacke werfen konntest. Du konntest auch keine Kacke in 3D werfen. Okay, jetzt hat er mich nicht getroffen. Man hätte vielleicht mal Duke Nukem 3D. Ich meine, klar, die wollten das irgendwann auch, glaube ich, fertig haben. Man will ein Spiel nach ein paar Jahrzehnten nochmal fertig entwickelt haben, ist verständlich. Und klar, man macht sich auch nicht so viel Mühe, aber für ein Amiga-Spiel, aber hey. Genügend sie, kann man das inzwischen eigentlich. Was ist das im Index runter? Das ist ein echt gutes Spiel. Das wurde auch irgendwann mal zum Amiga geportet, aber ich glaube, wenn ich das Spiel dann. Doch eher mit Port auf. Wobei, gibt es den Port? Also ich weiß, dass es einen Port für Windows gab, der auch dann richtig 3D und so alles einfügt. Das weiß ich. Habe ich nämlich mal gespielt. Ist echt gut. Spielt sich gleich nochmal besser. Das ist ein echt gutes Spiel. Das wurde 2003 oder so auch mal für den Amiga geportet. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch auf den alten Amigas läuft. Ich glaube ja. Habe ich irgend so ein Heft aus Amerika mal gesehen, weil einer hat geschrieben, die haben da total den Aufriss gemacht. Ich habe mal eine Weile gesucht. Habe irgendwann tatsächlich so gesehen, so einen Artikel dazu. Uff, Junge. Zum Zeitpunkt, wo der Amiga längst tot war, haben die da irgendwie diesen Port gefeiert. Das war. Ich erst dachte, das wäre so ein Witz. Aber nee, das wurde schon mal. Da, das ist. Ach. Man verballert ewig Munition, weil man die Gegner teilweise nicht sieht, weil man nicht weiß, trifft man sie, weil man nicht weiß, wie viel Schaden nehmen sie denn jetzt dieses Mal. Das ist auch so alles so ein bisschen.
Das hat, glaube ich, sogar richtig gute Bewertungen bekommen, das Spiel. Gut, in der Endzeit des Amigas hat alles gute Bewertungen bekommen. Ja, ich meine. Ah, wer schaut mich denn jetzt an? Ich schaue mich wieder Leute an, Junge. Ich kann das Tablet auch nicht ausmachen, weil. Ja, wie gesagt, zur Endzeit des Amigas, na, reden wir nicht drüber. Selbst seriöse ehemals, ich glaube, es gab gar keine seriösen Magazine mehr. Die sind entweder längst zum PC gewandert gewesen oder waren immer nur so halb Amiga, halb PC und haben halt einfach die PC, die Amiga-Sparte geschlossen. Ja, oder es sind halt einfach mal die Geschichte vom Clickboom zum Beispiel durchlesen, dann weißt du halt, was abgeht mit, Myst 1 Portierung. Und was war das? Was haben die da vorher noch irgendwie noch irgendein Spiel vorher gemacht? Das war auch gut. Myst war auch auf dem PC irgendwie scheiße. Ich weiß nicht, warum das so groß wurde. Das hat ich bin glaube ich ins Feuer gelaufen, habe mir da Schaden genommen, weil warum nicht? Uff, also Myst war ja schon auf dem PC nicht sonderlich gut. Warum später haben die Quake portiert? Ich weiß nicht. Das soll ein anständiger Port gewesen sein. Keine Ahnung. Blauer Schlüssel. Für eine blaue Tür. Aber müsst, ich weiß nicht. Ich habe das mal gespielt vor Ewigkeiten. War kein gutes Spiel. Das hier ist übrigens auch kein gutes Spiel. Ach ja, übrigens, wenn Gegner hintereinander stehen, triffst du immer nur einen, unterbrichst ihn, den anderen unterbrichst du nicht, weil, ja, die stehen sich halt im Weg, ne? Und dann tötet er dich einfach, da hat er überhaupt gar kein Problem mit. Überhaupt kein, so, du musst die ganze Zeit aufpassen, also das ist die grüne Tür. Die hatte ich ja noch gar nicht offen. Und da sind jetzt wieder Doppelfeuer, wo ich nicht durchkomme, ach. Ah. Gibt so Sachen, die macht man nicht. Nein, das Problem ist nicht das. Also Wolfstein bleibt man auch viel weniger an. Es ist nicht an Ecken und Kanten hängen. Und der Vergleich ist nicht mal unfair, weil, wie gesagt, das begann als ursprünglich als Port von Wolfenstein 3D, glaube ich. Oder er wollte das portieren und hat sich halt das zu dem hier entwickelt. Und ja, es gibt Leute, die finden das Spiel gut. Nee, lasst euch von diesen Leuten nichts erzählen. Das Spiel hier ist nicht gut. Ah, das Spiel ist unglaublich scheiße. Die Enforce 3D-Demo, wie er später noch gemacht hat, in Version 0.2 gibt es Videos davon. Einfach mal Amiga Enforce Engine oder so suchen. Ich habe versucht, sie zum Laufen zu bringen. Ich habe sie gefunden tatsächlich. Starten bekomme ich sie noch nicht. Ich kann Einstellungen, die Einstellungen bekomme ich zum Laufen. Und ja, man muss da noch irgendwas machen laut dem Tutorial, aber man muss nur mit Dingsbums hier noch was machen. Was genau steht nicht in der Datei, weil das brauchen wir jetzt nicht wissen. Ich meine, das weiß man einfach, ne? Ja, keine Ahnung. Ist bestimmt einfach, wenn man weiß, was man tun muss. Oder sich intensiv mit der Konsole auskennt auf dem Amiga, da gehöre ich halt nicht dazu. Aber die sah beeindruckend aus. Also Quake 1 konnte das durchaus mitliefern. Respekt dafür, kam halt nur bis Version 0.2. Findet man, wie gesagt. Und hat doch diverse Bugs und so, aber willst du jetzt bitte mal sterben? Da, man ballert teilweise 20 Schuss in die Reihen, weil man irgendwie nicht richtig trifft oder. Und ich halt einfach denke, nee, ich sterbe jetzt mal nicht. Das sah noch beeindruckend aus, aber das war halt von, ich glaube, 98 und pff, wer hat da noch für den Amiga entwickelt?
Habe jetzt auch mal Amiga ein bisschen geupdatet, den Emulator. Ich muss es mal richtig neu aufsetzen. Wo war das jetzt? Irgendwo da unten, glaube ich. Und ja, damit geht jetzt NEMAC 4 viel schneller, viel flüssiger, auch auf höchsten Einstellungen, mit viel höheren Einstellungen auch. Eventuell ist das Intro jetzt ein bisschen unschaubar schnell geworden. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, mir egal, was da steht. Yes, yes, bitte. Ah! Oh Gott, ich hab's aufgenommen, ich hab's aufgenommen. Oh Gott. Was müsste das Level 14 oder so von 17 sein? Ach du Scheiße. Läuft immer noch flüssiger und alles und in viel besserer Qualität. Was noch? Ich habe da noch mehr gemacht. LMP3D2 will nicht so richtig, aber das ist halt wie gesagt, ja, 3D2, das ist. Muss ich erstmal Tower Assault und Tower Assault machen. Und 3D1, das läuft alles schon. Reflex habe ich auch hinbekommen. Das scheint irgendwie Grafikkarten nicht zu unterstützen. Oh, Alter, stirbt doch einfach, wenn ich in die schieße, auf die schieße. Bist du tot? Danke. Kann man da was benutzen? Nein. Was habe ich noch? Ich habe noch mehr. Testament 2, ja, habe ich auch leider zum Laufen gebracht. Kann man nachher noch spielen. Ich dachte mir, weil das hier so kurz ist. Da lief auch der Sound, aber wie gesagt, der ging jetzt eben beim Test nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur irgendwas falsch gemacht habe oder was vergessen habe, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Keine Ahnung. Genetic Species habe ich noch gefunden. Läuft ohne Sound. Und nur in der zweithöchsten Auflösung. Irgendwas funktioniert da noch nicht richtig. Also muss da mal gucken. Es ist auch ein Wolfenstein 3D-Port, nur in besser. Und der funktioniert besser. Auch die Grafik sieht besser aus. Und hallo, danke. Ist grafisch wahrscheinlich der anspruchsvollste. Oh wow, wie viel von diesen Viechern sind denn hier noch, sag mal. Willst mir jetzt aber nicht sagen, dass diese komplette. Wow! Fick dich, du dummes Dreckspiel. Hier ist gar nichts. Nix, Alter. Okay. Wir merken uns. Wenn du da rausgehst, da, wow, ein Magazin, ein Magazin. Junge. Habe ich schon mal gesagt, dass der Entwickler geschlagen gehört? Gut, vielleicht auch der Grafiker und der Sounddesigner, aber ich weiß nicht, wie viel die damit zu tun hatten. Okay. Ja, ist faszinierend, wie halt irgendwie nur noch Wolfenstein 3D-Klone rauskamen. Ich meine. Und die dann teilweise halt auch richtig Leistung fressen. Ich meine, klar, die sehen grafisch schon nicht schlecht aus und so. Aber sind halt ja, wahrscheinlich vielleicht doch ein bisschen abwechslungsreicher. Wolfenstein 3D-Klone. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Was wollte ich noch? Ach, ehrlich, ich habe gesehen, es gibt jemanden, der versucht, ein Doom-ähnliches Spiel für Amiga 500 Stock, also Standard, unaufgerüsteten Amiga 500 zu programmieren. Das kann er sich vielleicht auch mal reintun. Der Mann scheint auch Ahnung zu haben. Ich hoffe, das wird dann besser. War hier nicht auch irgendwo eine Tür? Bin ich jetzt Blade? Bin ich Blade? Nee, ich bin kein Vampir. Ich bin
Nee. Ich bin vor allem gleich schon wieder tot. Alter. Da. Und ja, aber ich finde es faszinierend, wie die Leute halt irgendwie so jeglichen Elan verloren haben, würde ich mal sagen. So, Alien Predator 3D 1 kam raus. Bisschen verbuggt, zugegeben. So sollte ein Spiel nicht sein. Also, nee, nee, Moment, der erste Teil ging sogar noch, nach dem, was ich gelesen habe. Ich werde es wissen, genauer wissen, nachdem ich es gespielt habe. Bin auch hier nicht so ganz sicher, ob die Leute mich nicht verarschen. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, das hier ist gut. Fun Fact, das hier ist nicht gut. Das ist nicht mal im Ansatz gut. Ja, genau. Und dann kam halt so Alien 3D 2. Das wurde halt, nach dem, was ich gelesen habe, wollten die da mal kurz eben den Erfolg von Quake auf dem Amiga portieren. Und es sieht aus, als hätten da sehr viele Manager Entscheidungen getroffen, die nicht sonderlich klug waren. Ich meine, es sollte zum, also ursprünglich sollte das ja gar nicht mehr rauskommen für den Amiga. Also Spiele für den Amiga wollten die gar nicht mehr programmieren. Aber nach dem Erfolg von Quake, Moment, das war die Tür, wo ich nicht ran will, ja. Eins, weiß nicht, haben die sich irgendwie gedacht, wir machen jetzt noch ein Spiel nur für den Amiga. Ich glaube, das war so eine Management-Entscheidung, weil so nach dem Motto, ja, Quake 1 ist sehr erfolgreich, gibt es aber nicht für den Amiga und es gibt ja noch eine Menge Leute, die einen Amiga haben. Also, ja, bringen wir doch mal noch Spiele für den Amiga raus. Also noch so ein Shooter-Spiel, dann können wir die ganzen Leute, die noch Amiga haben, abholen. Das Problem ist, der Amiga war halt schon so ein bisschen tot. Ne, hier wollte ich, hier komme ich runter, ne? Ich bin mir nicht sicher, will ich hier runter. Aber damit wir wirklich, dass sich lohnt, muss das halt auch noch auf einem Standard Amiga 1200 laufen. Der hatte, was hatte der? Ich glaube, 1 MB Chip RAM, 1 MB Fast RAM. Der Chip RAM war für Grafik und Sound zuständig. Konnte nicht von was anderem groß billig werden. Und der Fast RAM war halt dann das, was relevant war. Und da drin war eine, also ohne aufgerüstet. Ich glaube, es hatte auch keine Festplatte standardmäßig, der 1200er. Nee, der 4000 hatte, glaube ich, Festplatte. Und die Standard-CPU war eine 68020er. Die hatte damals 14 MHz oder 14,5 oder sowas. Und ja, also ChipRAM kann man aufrüsten auf bis zu 8 MB. Danach kam noch so Speichererweiterungskarten bis, also hardware-technisch war bei 2 GB Schluss, weil es keine größeren Karten gab und die Steckplätze dann halt irgendwann ausgingen. Software-technisch konnte das Ding tatsächlich bis 4 GB hoch, geht halt nur im Emulator. Gut, jetzt habe ich diesen Schlüssel. Dieser Schlüssel passt doch da oben. Und wie gesagt, also klar, Quake 1, also das richtige Quake 1, nicht irgendwelche Ports. Läuft noch, sage ich mal, auf, was war das? So, wo war denn jetzt diese Tür? War die hier? Nee, ja, nicht hier. Glaub, 8 MB Speicher wären, glaube ich, genug gewesen. Nee, das war die Tür, wo ich nicht rein will. Da war die Tür. Und ja, 50 MHz oder sowas hatte das Minimum, also und 75 empfohlen oder sowas und ja, ich weiß gar nicht, ob das mehr Speicher, ich glaube mehr Speicher ist immer gut. Und ja, also das wäre auf dem Amiga noch möglich gewesen, aber halt zu sagen, das soll auf irgendwie ein Viertel des RAMs laufen und eine 14 MHz CPU, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, wenn man halt
hart Ahnung hat von Assembler-Programmierung und den Amiga in- und auswendig kennt und bereit ist, viel Zeit da rein zu investieren, geht das sicherlich. Das Problem ist halt, der hatte irgendwie. Dafür so nicht mal ein Jahr Zeit, einer alleine natürlich. Kann man sich überlegen, wie viel schaffst du alleine in einem Jahr? Ist vielleicht nicht so viel. Und dementsprechend, war da gerade ein Gegner? Bist du respawned? Können die hier respawnen? Weiß es gerade nicht. Oder habe ich den irgendwie übersehen? Kann ich den da übersehen haben? Ja, theoretisch schon. Praktisch habe ich irgendwie das Gefühl, er ist respawned. Blauer Schlüssel hatte ich auch schon irgendwo die Tür, oder? Und ja, Grafisch oder technisch, sagen wir mal technisch, grafisch vielleicht nicht, grafisch ist es vermutlich Genetic Species. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder nicht. Ja, easy. Dass wir hier noch Health mitnehmen. Und den Rest von dem. Ich vermute mal, da auf der anderen Seite geht es auch noch mal ordentlich weiter, aber. Den übersehen, habe ich das? Ja, möglich. Hallo. Oh Gott. Ja, bitte, ich möchte speichern auf 4. Uff, 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 uff. Und nach. Oh Gott, oh Gott. Was habe ich sonst noch so an Bewaffnung? Ja, Munition ist immer knapp. Was kommt da tatsächlich?